Ahoi, AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Marco. Hallo, ich bin der Olli. Olli, du hast was Feines gebaut. Ich bin sehr neidisch. Was hast du mir mitgebracht? Ja, nach langer Warten, wir haben endlich bei uns Gorch-Fock. Die Gorch-Fock, jawohl. Die Setnummer 104471 zeigt, dass das Set schon vor einer ganzen Weile angelegt wurde in unserem System. Aber das ist eines der komplexeren Sets. Ja. Da musste noch viel getestet werden. Die Segel, die Masten und so, damit auch alles perfekt funktioniert. Das heißt, bis das Set dann produziert wurde, ist noch einige Zeit. Es hat halt ziemlich lange gedauert, genau, weil die Segel müssen noch gemessen und designt werden. Das ist auch noch Arbeit. Und ja, wir müssen halt das Modell noch mal hier und da mal ein bisschen verbessern, testen und entscheiden, ob wir Segel brauchen oder jetzt doch keine Segel. Wir haben uns für Segel entschieden. Genau. 15 Stoffsegel haben wir hier. Genau. Zur Takelung kommen wir noch. Bevor wir uns aber das Set selbst angucken, habe ich hier kurz mal den Karton. Ja. Einer der ersten Kartons in unserem neuen Bluebricks Pro Verpackungsdesign. Richtig. Schick. Ja, von unserer Designerin dann richtig gut gestaltet. Also überall nochmal diese Wasserzeichen Bluebricks Logo auf Hintergrund. Ich denke, schick, das hat auf jeden Fall was. Sehr schick. Jawohl. So, die Gorch-Fock haben wir hier. Eine Anleitung hast du auch? Eine Anleitung habe ich auch. Und das ist von Xingbao produziert, deswegen vermute ich, man sieht die Farben immer. Genau, also immer solche verblassene Farben von vorigen Bauschritten. Und hinten auch immer eine schöne Teileliste, sogar mit Segel drin. Jawohl. Und ja gut, insgesamt 268 Seiten, jede Menge Bauspaß und immer gut erklärt. Ja. Ja, und eine ganz dicke Lektüre, muss ich sagen. Eine dicke Lektüre, jawohl. Und dabei ist auch noch für die Leute, wenn die Segel anbringen, eine Schablone. Das heißt, man kann die Segel immer drauflegen, um zu wissen, welche Segel ist das, das man gerade hat. Und dann nach der entsprechend nach der Anleitung die Segel anbringen. Ja, also quasi das ist nicht schlecht. Das große Grübel. Braucht ihr jetzt nicht Grübel, was man jetzt gerade an den Segel, also welche an dem Mast anbringen soll. Das ist alles super jedes gut Segel, erklärt. Jedes Segel hat eine etwas andere Form. Genau. Genau. Was haben wir noch? Wir haben Prinz. Prinz, zwei Stück. Vorne diese Typenschild. Das ist sind ein Prinz. Drei Teile. Ne? Drei Teile, aber die wurden zusammengelegt auf eine Trägerplatte, auf eine 4x6 Trägerplatte und dann zusammengeprintet. Also okay. Da ist keine Versatz zu vermuten. Und die Fahne. Die Fahne. Die Fahne, eine schwarze Fahne mit beidseitig rot und gelb bedruckt. Rot und Gold, gelb, aber schwarz, rot, gold. Genau. Die Deutschlandfahne. Bedruckte Teile. Sehr gut. Designed hat das Schiff und mein italienischer Namensvetter. Genau, der Marco hat es designed. Der Marco hat es designed, das hat er super gemacht. Und wir haben uns nicht für die neue Lackierung entschieden, nach der großen Instandsetzung, die irgendwie so unfassbar viel Geld verschlungen hat. Zwischen 2016 und 2021, glaube ich. Seitdem ist es das Schiff unter der Wasserlinie blau, mit so einer roten Linie. Wir haben uns für die klassische Farbgebung vor der Instandsetzung mit einem grünen Unterwasserschiff und dieser grünen Linie entschieden. Also für die Lackierung, mit der das Schiff seit 1958 ist es vom Stapel gelaufen, für die deutsche Marine tätig war. Ja. Und ich habe irgendwie nochmal nachgelesen, das Schiff hat original aber nur 4 Millionen gekostet, umgerechnet. 4 Millionen Euro gekostet. Und für die Sanierung hat man richtig ordentlich Geld wieder rausgeschmissen. Ja, da waren es irgendwie 135. Aber ich glaube, 4 Millionen im Jahr 1958 entspricht auch mehr als 4 Millionen jetzt. Ja, Inflation natürlich mit. Aber man sieht halt, es ist schon ein krasser Haus. Ist krass, ja. Ja, ist ein Stahlrumpf. Die Masten sind wohl auch aus Stahl beim Original. Bei unserem Schiff sind die Masten aus Carbon. Genau. Und damit wir euch das mal richtig zeigen können, blenden wir jetzt mal eine Szene ein. Die haben wir heute Morgen schon gedreht. Da hatte das Schiff noch keine Takelung und keine Segel. Und nachdem wir das gedreht haben, wurde das hier alles noch getakelt und angebracht. Genau. Film ab. Hier ist das Modell
ohne Segel, ohne Schnüre, ohne genau. Takelage. Einfach nur Stein. Und was ich mal zeigen wollte, so stabil, so steif sind ja. Carbonachsen. Genau. Das ist schon toll. Von Konstruktion hier gesagt, die Carbonachsen geht noch so ein Stückchen ins Boot rein. Bis unten hin, bis ja. Bis unten hin, bis fast da unten hin. Ja. Diese Carbonachsen baut man auch relativ Anfang, also quasi gleich zum Anfang ein, also die Carbonachsen. Mhm. Und wie gesagt, die sind nicht wie hart wie Stahl, aber ja, man sieht es. Das ist hier nötig, diese Carbonachsen, genau. Ohne damit sie es nicht biegt. Ja, ja, das ja. sind ja, das ist ja nicht nur eine 32er, das ist ja der 32er und noch was oben dran gesetzt. Genau. Sieht auch im Original ungefähr so aus. Ja. Und wir wollten es euch ohne Segel zeigen, weil mit Segeln sind dann hier auch noch so Schnüre dazwischen. Schnüre und Segel. Dann und könnte es ja so aussehen, als wäre das steifer wegen der Schnüre, aber ja. Nein, es sind wirklich diese Achsen. Nee, die Achsen sind wirklich gut gemacht und das ganze komplette Schiff ist sehr stabil. Ne? Ja, also ich, wie jetzt, solange wir die Segel noch nicht dran haben, denke ich mal, kann man es auch ganz gut mal so kippen, mal ein bisschen den Rumpf von unten zeigen. Ja. Beziehungsweise auch die diese ganzen Deko auf dem Deck. Stimmt, das sind ja nachher auch die Segel ja, ein bisschen im Weg. Die Segel werden dann wieder euer Blick dann rauben. Also ganz viel kleinteilig, also jetzt ja. nochmal dekoriert, hat Marco sehr gut gemacht. Die Rettungsboote, ich sehe hier da oben diese zwei dunkelgrauen, das sind große, ja. große Schlauchboote. Da sind auch Rettungsboote. Diese weißen Tonnen direkt hinter den Schlauchbooten, das dürften solche Rettungsinseln sein, die mhm. so in Tonnenform ins Meer geworfen werden, dann entfalten ja. die sich automatisch. Ja. Große Beiboote. Ja. Und hier ja. ist noch so ein kleiner Raum, also, ja. also großes so. Kino, muss ich sagen. Sehr also, großes Kino, hier sind die, ja. das große Ruder. Ja, und ich glaube, da sind diese, ja. diese Geschwindigkeitsdinge zum Und was bei der Schnürung hauptsächlich gemacht wird, ist, wir haben hier eine Schnur und wir haben hier so Schnüre, die das miteinander verbinden. Genau, also ne? hier käme quasi eine Hauptkakelade hier so von ja. da bis hinten. Hier kommen noch zwei Schnuren da unten für diese Dreiecksegel hier ja. vorne. Und dann kommen noch hier diese ganzen genau. Segel und hier hinten haben wir noch drei Stück Segel zum ja. Andrehen. Was wir nicht haben, das wäre dann auch tatsächlich mehr Modellbau als Noppensteinbau. Wir haben diese Wanten hier, die hier angedeutet sind, diese Wanten, die hier so hinaufgehen, mhm. ja. die haben wir nicht inkludiert. Wir hätten jetzt noch 50 Meter Schnur dazulegen können, die man dann hier so hochzieht und am ja. besten noch dazwischen so miteinander verwebt. Hätte man machen können, dann ist es aber auch kein Noppenstein-Set mehr, ja. dann ist es halt ein 1 zu irgendwas Modellbauprojekt, an dem man jahrelang sitzt. Diese Wanten, die hier hinaufführen zu den Masten, die müsst ihr euch denken, die. Oder ihr könnt sie mit den eigenen Schnüren gerne machen, aber ja. aber haben wir hier nicht. Eins muss ich auch erwähnen, wir haben ein bisschen nachgemessen. Also insgesamt wird man in diesem Schiff ungefähr so fast 2 Meter Schnur verlegen. Aber in der Verpackung ist eine Rolle von 5 Meter dabei. Das heißt, wenn ihr mal dafür schneidet. Ja. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Und falls ihr sagt, Mensch, das Schiff sieht so, wie es ist, schon gut aus, quasi mit, naja, gerefften Segeln. Ne? Die Segel ja. sind alle gerefft, sie sind nicht vorhanden. Und ihr habt keine Lust auf 2 Meter Schnur, dann lasst ihr die Schnur weg. Die Segel liegen dem Set bei. Ihr könnt auch vielleicht nur die Segel, nur diese Segel anbringen und genau. nicht die Segel hier vorne. Ja. Ist nicht ganz so authentisch, aber weniger Aufwand, wenn man keine Schnüre knoten will und Schnüre zuschneiden will, denn das kommt. Gehört dann halt schon dazu. Ja, also wir haben damals bei der Entwicklung auch schon überlegt, brauchen wir jetzt Stoffsegel, brauchen wir ohne, brauchen wir Kandalade, brauchen wir ohne. Wir haben doch für Stoffsegel und Kandalade entschieden, ja. weil wir haben gesagt, gut, das sind jetzt keine Spielsätze für Kinder. Nein, nein, nein. Und da würden sich schon erfahrene ja. Erwachsenen dran schaffen und das trauen wir die Leute zu. Ja, definitiv. So, okay. Und jetzt zaubern wir gleich mal die Segel wieder dran und reden weiter über das Set. Und jetzt hat das Schiff wieder Segel und Takelung, getakelt von unserem Nordlicht, dem Pascal, der Knotenmeister. Der Knotenmeister, genau. Das hat er super gemacht. Genau, also wie gesagt, die Segel, die kann man anhand von der Schablone quasi ja. sehr schön identifizieren. Und dem Set liegt eine Schnur bei. Genau, eine Schnur bei. Das sind ungefähr 5 Meter
Und in der Anleitung steht drin, wie viel Zentimeter man sich zuschneiden soll, an welcher Stelle. Vielleicht kannst du da mal so einen... Ich gucke gerade mal. Das muss ja ganz am Ende irgendwie sein bei der Tagelung, ne? Nee, ich glaube schon... Ich muss gerade mal gucken. Hier, also wie gesagt, da steht immer ein... immer empfohlene Länge drauf. Also das heißt, jeder kann aber sich selber noch mal kurz vorher mit den Seilen noch mal anmessen und sagt, okay, das kriege ich hin oder ich brauche ein bisschen länger und ein bisschen mehr und dann halt jeder zurecht schneiden. Und wie ich vorher erwähnt habe, wir haben das doppelte Seil drin verpackt, als ihr eigentlich braucht. Das heißt, also falls ihr einmal quasi zu kurz geschnitten habt, könnt ihr immer noch von der Reserve nehmen. Das ist überhaupt keine Sorge. Daran haben wir nämlich dann vorher noch mal gedacht, dass ihr auf jeden Fall problemlos das Set fertig mit den Segel dann ausstatten könnt. Richtig. So, das ist das Segelschulschiff der deutschen Marine. Auf diesem Schiff werden Offiziersanwärter der deutschen Marine ausgebildet. Mhm. Ich habe gelesen, dass das Schiff eine Stammbesatzung von 83 Männern und Frauen hat und 138 Lehrgangsteilnehmer, also Offiziersanwärter, sind zusätzlich an Bord. Mhm. Und das Schiff funktioniert auch nur, wenn alle mit anpacken. Okay. Also die lernen, wie man sich, also generell, wie es auf dem Meer ist, wie, also sie lernen Kameradschaft, sie lernen Zusammenhalt und das müssen alle mit anpacken. Vier Mann müssen das Ruder halten, sonst bleibt das Schiff nicht auf Kurs. Da braucht man Muskelkraft für. Okay. Die Segel werden nicht mit Motoren gerefft. Du musst da hoch. Du musst drauf in die Wanden. Du musst Segel reffen. Du musst das alles machen. Du musst mit 20 Mann an irgendwelchen Tauen ziehen, damit Segel gerefft werden und so. Das gehört alles dazu. Und wenn du das geschafft hast, hast du einen großen Schritt hin zur Offizierslaufbahn in der Marine gemacht. Du wirst natürlich auf dem Zerstörer keine Segel setzen müssen. Nö, aber... immerhin, muss man das mal. Ist das, denke ich, so mehr oder weniger Ritual, oder? Also ja, es gehört dazu, genau. Ja. Richtig. Ja, ist ein sehr, sehr schickes Modell. Auch sehr viele kleine Details hier hinten so, auch bei diesen. Hast du da ein bisschen geflucht beim Bauen oder war das okay? Ja, ich habe nur ein bisschen geflucht wegen dieser ganzen Gelände. Ja, die Geländer halt sehen schon toll aus. Also, die sehen toll aus, aber sehr kleinteilig. Und man muss erstmal die zusammenstecken und dann auch noch justieren und so weiter und so fort. Feintunen muss man da schon ein bisschen. Ja. Aber das Ergebnis habt ihr jetzt gesehen. Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also das muss sich auch gar nicht jetzt vor das Flaschenschiffmodell oder sonstiges verstecken. Also detailliert ist es auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Segel, also das Ergebnis hat mir jetzt sehr gut gefallen. Und, sieht klasse aus. Ja. Richtig. Wir haben drei Masten. Zwei davon sind rar getakelt. Das sind diese beiden. Ich habe hier das mal ausgedruckt. Haha, ich muss mit Wissen glänzen. Das Vortop-Mast, also und das ist der Großtop, der Großmast. Mhm. Das sind die beiden rar getakelten Masten. Und das ist der Gaffel getakelte Mast. Das sind die Segel, wie man ja sieht, anders angebracht. Insgesamt hat die Gorch Fock, wenn sie voll in vollem Tuch steht, nennt man auch, also wenn alle Segel gesetzt sind, 23 Segel. Hier seht ihr 15. Vorne könnten es bis zu 4 sein und hier in der Mitte entlang dieser Schnüre könnte man auch noch welche setzen. Die liegen dem Set nicht bei. Wir wollten eine schöne Optik haben mit den Segeln und so kann man es auch, so kann man die Segel auch setzen. Aber die Stoffsegel kosten natürlich auch Geld und wir wollten das Set auch in einem gewissen Preisrahmen halten. Genau, ja. Und beziehungsweise diese Carbonachsen, das hat auch schon ein bisschen den Preis in die Höhe getrieben. Richtig. Und da haben wir schon diesen Versuch, jetzt nochmal das goldene Mitte, also die goldene Mitte zu finden und sag hier, wir wollen unsere AFOPs ein gutes Set anbieten. Und zwar auch ohne großen Verlust beim Exterieurdesign. Und ja, gut, Interieur da drin ist relativ massiv, also paar Stelle ist halt hohl. Mhm. Das ist auch zu Gründen, wir wollen das ja auch noch ein bisschen von der Teileanzahl halt ein bisschen reduzieren, dass es halt ein bisschen günstiger jetzt wird. Und aber das Bauen an sich hat funktioniert. Also ich würde nicht sagen, reibungsfrei. Ja. Man muss schon sehr viel Erfahrung, also man muss schon ein bisschen Erfahrung mitbringen in den Thema Doppelbaustein und das
Und wenn man das hat, kriegt man das natürlich auch hin. Ist also kein Einsteiger-Set. Das sagen wir auch gleich auf der Setcard. Dieses Set ist schwer aufzubauen. Jawohl, es ist ein anspruchsvolles Set. Es ist ein Set für erfahrene Baumeister. Man braucht auch Geduld, wenn man diese Takelung hier noch anbringen will. Der Pascal, mein Kollege hinten, hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gebraucht für die Segel und die Takelung, also die Schnüre. Hauptteil der Zeit, sagte er, war die Takelung. Ihr braucht vielleicht eine Stunde. Lasst euch Zeit. Je schöner ihr es macht, je mit mehr Ruhe ihr es macht, desto besser sieht es am Ende aus. Und wenn ihr es einmal aufgebaut habt, werdet ihr es sicherlich nicht mehr auseinandernehmen wollen. Das Set kauft ihr euch ja, wenn ihr was Wunderschönes fürs Regal oder für die Vitrine haben wollt. Das gehört einfach irgendwo auf der Rumwand oder sowas. Insgesamt würde ich mal sagen, das Set ist sehr, sehr gut gelungen. Also wir haben ja Prototypen ja gezeigt, ne? Ja. Ganz farbenfroh. Aber wenn man jetzt das Produkt nochmal hier vor sich hat, hat es garantiert ihr es. Also, einen ganz anderen Charakter und man sieht es auch mal in echten Farben und mit den richtigen, also mit den Stoffsegel, macht schon ganz komplett andere Eindruck. Ja. Richtig. Das Original ist schon mehr als 750.000 Seemeilen gefahren, war in hunderten von Häfen, ist ja auch ein Botschafter Deutschlands quasi, wenn so ein Schiff einläuft, auch in New York oder sonst wo, dann schauen die Leute hin. Das ist halt, so ein Segelschiff ist heutzutage halt wirklich auch was Besonderes. Bei vielen Flottenparaden, Kieler Förde und so, ist es natürlich schon stolz dabei gewesen. Und diese großen Segelschiffe, das ist also für mich als jemand, der sich für Schiffbau interessiert, diese Großsegler sind das Höchste einfach. Das ist wunderbar. Das ist absolute, wie sagt man das auf Deutsch? Oberste Fahnenmaß oder obere Fahnenstange? Ja, das obere Ende der Fahnenstange, ja, genau. Richtig. Der Fahnenstange, ja. Das Schiff ist nicht das schnellste Marineschiff. Das kann bis zu 12 Knoten schnell fahren, wenn der Wind richtig steht. Es hat hier einen Dieselmotor. Der hat ganze 1500 PS. Also so ein Flugzeugträger hat halt irgendwie 300.000 PS, zwei Atomreaktoren, aber das ist nur ein Hilfsmotor, wenn man wirklich absolute Flaute ist oder wenn es darum geht, irgendwo unter einer Brücke durch in den Hafen einzufahren und man kann nicht mehr hier mit vollem Tuch und so, man muss halt mit Maschinenkraft fahren, aber eigentlich wird dieses Schiff gesegelt und dieses ganze Takeln funktioniert nur mit Muskelkraft. Da muss man ran. Ja, Wer seine Karriere für Bundeswehr entschieden hat, sollte ja damit rechnen. Ja, Marine, genau. Also diese, nochmal erwähnt, diese Ruder kann nochmal bewegt eingestellt werden. So eine kleine Nebensache, aber sonstiges. Ich finde auch, dass der Rumpf sehr gut gelungen ist mit Standardteilen. Ohne Kobi Slopes. Kobi hat ja noch viel mehr Winkel für die... Ja. Für solche Rümpfe. Das ist auch sehr einspruchsvoll, wenn man jetzt quasi so Rumpf baut. Die Anleitung ist richtig gut dargestellt, aber man muss halt genau hingucken, wo man diese ganzen Slopes da hinsetzt. Also nicht, dass man dann durcheinander kommt. Das ist auf jeden Fall, wie ihr eben erwähnt habt, für erfahrene Baumeister, also Anfängerset auf keinen Fall. Auf Anfängerset ist es nicht. Nee. Genauso wie wir beispielsweise Burg Eltz oder auch Schloss Neuschwanstein keinem Noppenstein-Anfänger empfehlen würden. Meine Güte, tut euch den Gefallen. Holt euch 1, 2, 3 kleinere Sets von uns. Wir haben kleinere Sets, die einfacher aufzubauen sind, die auch schöne Architekturmodelle sind. Man kann, wenn man ein Schiff bauen möchte, auch mit dem alten Fischerboot beispielsweise anfangen oder mit unserer Yacht und dann eine Nummer größer werden. Auch diese riesige Galeone beispielsweise ist leichter aufzubauen als die Gorch Fock. Ich würde die Gorch Fock, ist nicht ganz so komplex wie Burg Eltz, aber es geht schon in die Richtung. Kompliziert aufzubauen, aber das Ergebnis ist natürlich toll. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr gelungenes Schiff und mit alles drum und dran. Also auf jeden Fall ein Hinguckerstück. Was ich noch zeigen wollte, wir haben ja hier so tolle Innenkartons auch, ne? Das ist auch nochmal mit dem Schiff nochmal aufgedruckt. Habe ich ja hier noch. Nochmal so. Auch Teil unseres neuen Verpackungsdesigns. Sehr schick. So, ich würde sagen, ich habe hier eine Setcard. Das ist die Gorch Fock, ein Bluebricks Pro Set mit der Nummer 104471. 4007 Teile,
darunter diverse Carbonstangen und einige bedruckte Elemente und Stoffsegel für 199,95 Euro. 82 cm ist das Modell lang, 24 cm breit und 51 cm hoch. Baukomplexität schwer. Nicht anspruchsvoll, nicht sehr anspruchsvoll, schwer. wenn ihr ein bisschen Bauerfahrung habt, euch Zeit lasst und sorgfältig arbeitet, gerade bei der Takelung, ist das Ergebnis hinterher, ihr seht es ja, herrlich. Bauabschnittstüten sollte es geben, steht das in der Stück, neun Bauabschnitte und pro Bauabschnitte, ich denke, ich habe noch ein bisschen so grob geschätzt, also 10 Tüten sind es. Ja. Das heißt, man muss jetzt nicht so einen kompletten Tisch voll mit Becher machen, sondern man ist immer gut unterwegs. Und wenn man das quasi jede Tüte noch in den Becher reinschüttelt, kann man auch ganz schnell die Teile kommissionieren. Also im Durchschnitt 400 bis 500 Teile pro Bauabschnitt. Das ist in Ordnung. Super. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute von der Kieler Förde und aus dem Noppensteinstudio. Jawohl. Noppensteine kann man nie genug haben. Und demnächst gibt es immer wieder mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Bis dahin, tschüss. So ist es. Macht's gut. Tschüss. Prächtig. Oh, ich will auch mal wieder aufs Meer. Ich will mal wieder auf den... Ja, hier, das ist super ausgestattet. Ah ja, hier vorne auch die Galionsfigur, habe ich ganz vergessen. Das ist ja ein Albatros. Ein Vogel, sieht man ja, ein Albatros gibt es auch auf Wikipedia zu sehen. Es gibt immer wieder verschiedene, also... der wurde immer wieder ausgewechselt, ausgebessert und eine der älteren Albatrosse ist auch ausgestellt bei dieser dieser Offiziersschule, der Marinemuseum, genau. Okay. Und bei dieser Marineschule gibt's tatsächlich auch einen Übungsmast. Da haben die eine Originalgröße, einen Mast dieses Schiffs, um dieses Aufentern zu üben und das Segelreffen zu üben an Land. Am Land, okay. Gut. Also ohne dass halt noch hier Seegang und Wind und so mit ins Spiel kommen. Das ist sowas wie so Simulator, also quasi jetzt nicht Simulator an sich, aber so ein Übungsgelände, damit die Leute schon mal vorbereitet sind und dann. Weil das ist nicht einfach und das ist auch nicht ungefährlich. Also ich kann es nicht, ich habe Höhenangst. Also wenn das über 5 Meter in die Höhe ist, da brauche ich mich hoch. Schlecht, ja.